Ja. Dann gehen wir speichern. Wir haben noch nicht genug Münzen. Also eine Leiter wird niemals 25 Münzen nur kosten. Beim besten Willen nicht. Ich glaube, die kostet auch mal so um die 125, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir lieber einmal gespeichert, können uns jetzt in den Tischen wieder umsehen. Nichts Interessantes. Also schon ja, aber nicht, wo ich sagen würde, da fällt es noch weiter, unseren Tisch zuzumüllen. Da wir ja leider nur einen haben. Was haben wir hier? Wieder ein Meißel, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit wir weiter durch die Wände kommen. Und noch ein. Sehr gut. Ja, dann wollen wir doch mal herausfinden, wie wir sonst an eine Leiter kommen. Also ich vermute natürlich nur durch den Händler eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir hier Farbdosen finden werden. Weil mit drei Farbdosen könnten wir uns eine provisorische Leiter bauen. Aber ich denke mal, das wird nicht machbar. Okay, da waren wir drin. Verdammt. Hau ab. Was haben wir hier drin? Komm, was Vernünftiges. Eine Bauanleitung. Herstellung. Rasierklinge. Okay. Mit einem Goldring. Ja, dann nehmen wir den Goldring doch mit. Hier haben wir noch ein Maßband. Nehmen wir auch mit. Haben wir hier Holz? Nein. Oh, oh. Waffe. Scheiße, weg. Bloß weg da. Schleichen nochmal hier rein. Nein, nein. Ja, bloß da oben. Klebeband nehmen wir mit. Oh, Mann. War das krass. So, was haben wir hier noch drin? Nichts, was ich jetzt wieder so mitnehmen würde. Ich sag, boah, das brauchen wir. Raus hier. Ich würde gerne ja nochmal hier rein. Ich glaube, hier graben wir uns rein einfach. Wir nehmen lieber die kürzesten Wege, die wir nehmen können. Okay, dann haben wir ja... Eins haben wir schon. Wir nehmen Schraubenzieher mit. Und ein Meißel. So können wir ein Klebeband reinpacken. Unser einzigstes. Momentan. Aber ich glaube mit Klebeband, goldener Ring und zwei Klingen... Nee, Quatsch. Zwei Klingen. Und der Ring war's. Womit wir durchkommen. So. 25 weg. Nächster. Ja, die Wand ging. Was haben wir hier wieder? Ein Maßband. Nichts. Auch nichts. Da kommen wir nicht rein. Also doch schon. So rum. Durch.
Verdammt. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Kameras da mal aussieht. Ob das wirklich Kameras sein sollen. Weil sonst hätte ich gesagt, puddeln wir uns jetzt hier durch. Und dann von der anderen Seite wieder. Rein. Also wer sollte uns da denn schon entdecken? Sagen wir es mal so. Außer die Wanderer. Oder Streuner oder Zombies, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Oh. Toll, naja. Nichts. Wir brauchen mal eben wieder was zum Arbeiten. Haben wir hier was drinnen? Nein. Müssen wir tatsächlich wieder nach Hause erst? Ich wollte das doch jetzt gerne noch ausprobieren. Packen die da mal rein. Ob wir da wieder reinkommen würden. Ob wir uns das richtig gedacht haben, beziehungsweise ich. Aber wahrscheinlich, da ich es bin, der spielt, das ist wieder völlig falsch. So, wir nehmen noch einen Meißel mit. Ich will ja nur... Wir müssen da jetzt nicht durch. Also, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur herausfinden, ob wir da überhaupt durchkommen würden. Weil das hier eben halt nach Kamera aussieht. Aber wir kommen durch. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir einen Weg gefunden. Dann können wir uns da jetzt doch noch durcharbeiten. Aber wir müssen erst unsere Energie wieder auffüllen, denn die liegt schon wieder nur noch bei 24. Wie ich gerade entdeckt habe. Müssen wir die Dusche aufsuchen. Okay. Na, da bin ich mal gespannt, wo die ganzen Schlüssel sein sollen. Also ich glaube nicht, dass wir die so einfach finden werden. Woodbury ist dann doch schon ziemlich... Ja, ein großes... Labyrinth. Ja doch, passt. Du kannst da lang und da lang und hier lang. Wir sehen es ja jetzt gerade selber, wie wir unsere Wege bahnen. Mit jedem Meißel und jedem Schraubenzieher durchgehen, brechen wir die Wände. In der Hoffnung, dann doch an irgendeinen Schlüssel ranzukommen. Okay, haben wir auch beseitigt. Dann werde ich auch kurz fertig. Ja, hier sind wir richtig. Und wir sind durch. Okay, dann schauen wir mal. Schraubenzieher nehmen wir mit. Auch noch einen Tisch. Ach, verdammt, Kaffee und eine Halskette. Haben wir da oben noch irgendwas? Wo die Streuner rumrennen? Ja, ein Händler würde hier erscheinen. Und zwar hier. Wir könnten uns dann hier nochmal durcharbeiten. Okay, oder auch nicht. Also nach der Schlüsselsuche
wird noch einige Zeit vergehen, bis wir den Schlüssel gefunden haben. Und den passenden. Okay, wir können hier unten nochmal. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir könnten da unten nochmal uns umsehen, aber das wäre dann doch ziemlich fatal geworden. Da wäre das auch, wie wir gerade sehen, von uns aus sehen können, beziehungsweise einsehen können. Machen wir das mal eben. Ob wir hier unten jetzt wirklich so Interessantes übersehen hätten. Also ich sehe da jetzt nichts. Nein. Okay. Du hast da oben noch einen Schraubenzieher gehabt, ne? Jawohl, hatte er, aber ist nun wieder... verschwunden. Ja, das ist das eben halt, ne? Sammelst du es nicht sofort ein, wird es bestraft. Finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht, weil so musst du auch ein bisschen mit dran denken. Okay, wir kommen jetzt gerade nicht mehr durch die Wand. Also jetzt in diesem Augenblick eben halt, da wir gerade weder Schraubenzieher noch Meißel haben. Wir könnten es mit dem Vorschlaghammer, glaube ich, versuchen. Ich glaube, er kostet einfach nur mehr Kraft. Um da durchzukommen. Man kann auch sein, dass ich da gerade irre. Und der dafür nun mal nicht vorgesehen ist. Hier haben wir Schokolade. Für unsere Aufgabe. Hat der Kirby nicht vergessen. Glenn, wir kriegen dich da raus. Keine Sorge, mein Freund. Klebeband. Auch das nehmen wir natürlich gerne mit. So, rein da. Was haben wir hier noch? Nochmal Klebeband. Eine Wurst wollen wir jetzt gerade nicht mitnehmen. Und eine Pfeile. So, wir hauen ab, geben die Schokolade ab, dann haben wir ein paar Münzen mehr und mal sehen, vielleicht hat er doch eine Leiter für uns, günstig im Angebot, eine Dosenleiter nehmen wir auch, also es muss keine Klappleiter sein. So, Martinez, warte mal, du wolltest gerne Schokolade, ja, du gehst jetzt pennen, das ist unser Problem gerade. So, pass auf, du wolltest Schokolade haben, hast du erzählt. Perfekt. Dann pack dich mal Pen und wir bringen das Klebeband in unserem Schreibtisch. Ich weiß nicht, man kann leider nur eine Rüstung tragen, ne? Hiermit müsste man doch auch eine Rüstung bauen können, oder täusche ich mich? Nee, geht. Dann machen wir das doch mal. Dann lesen wir doch mal eine Runde. Und rüsten uns ein wenig mehr. Gar nicht mal so verkehrt. 4, 6. 8. 10. 12. Oh, wir sind zu erschöpft. Dann gehen wir doch mal eben duschen. Bei 12 waren wir jetzt. Wir haben 55 Intelligenz. Mal trainieren müssen wir demnächst auch wieder, ne? So, 92, 96, 100.
16. Eigentlich 17, wir machen mal 20. Mal schauen, ob das reicht. Jawohl. So, jetzt können wir nämlich, wenn wir denn mal ins Profil kommen, die ablegen und die anlegen. Also wir schmeißen die anderen natürlich nicht weg, wir behalten die. Vielleicht kriegt die Martinez. Die Pfeile können wir da auch noch hinpacken. So, jetzt schauen wir mal, was der Händler noch für uns hätte. Zu dem anderen kommen wir ja leider noch nicht. Da haben wir den Durchbruch nicht geschafft. Aber auch das wird noch kommen. Okay. Das war bös knapp. Dann gehen wir so rum. So. Nein, leider nicht. Leider nur eine Metallblech-Munition, leichte Drahtzange und eine leichte Spitzhacke. Alles, was wir nicht gebrauchen können. Doch, die Munition könnten wir gebrauchen, aber nein, dafür gebe ich nicht unsere paar Münzen her. Dann müssen wir uns leider so durchschlagen. So, wir können da mal versuchen, in den Rucksack zu kommen. Okay, es hat geklappt. Oh, und zwar Band 15, dein Wille geschehe. Klebeband, die Pfeilen nehmen wir mit. Und wir können jetzt tatsächlich herstellen einen Hotdog mit Senf. Wir besorgen uns Senf, ein altes Brötchen und eine Wurst. Der Hotdog ist ein Verbrauchsgegenstand, der Ermüdung regeneriert und sehr lecker ist. Okay. Wohl mit dem alten Brötchen. Ob der dann wirklich so lecker ist, wie angedeutet. Oh Gott, nein, da wollen wir nicht lang. Beim besten Willen nicht. Moin. Hau rein, Alter. Wir sehen uns später. Bleib mal da. Los, komm. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Und ich würde sagen, ich speichere und mache ein Aufnahmepäuschen. Und wähle dann doch vielleicht nochmal das ein oder andere Rezept raussuchen. Damit wir dann doch ein Ticken schneller vorankommen. Also, bis gleich.